Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier in dem Drogenparadies. Ja, was machen wir heute? Wir werden erstmal die Zeit bis zum Abend nutzen, um hier die ganzen Pflanzen einzusammeln. Und morgen werden wir uns aus der Suche nach dem perfekten Traumbriefkasten machen und diesen dann leer plündern, um in der Gang weiter voranzukommen, damit wir die Gang nutzen können, um halt unser Stuff zu verkaufen. So. Warten wir mal eine kurze Sekunde. Also innerhalb von 20 Minuten ist das Ding 1% nach oben gegangen. Das heißt, da wir noch 9% vor uns haben, haben wir noch 180 Minuten. Das sind 3 Stunden. Das heißt, es wäre um 19 Uhr fertig. Ja, um 19 Uhr wäre es fertig. Okay. Hin. Hin. Ich hin. So, der eine will 133 Gramm Ario. Eigentlich krank, wie viel Weed wir verticken. Also eigentlich wirklich, also das ist wirklich sick. So, und dann noch ein Dreier, 33 Gramm. So. Wie? Wait. Warum hat er das in die Hosentasche gepackt? Ist das jetzt wieder? Nein, das ist nicht. Ich kann da wieder was reintun. Lol. Das hatte ich ja schon seit Ewigkeit nicht mehr. Und 82. Dann müssen wir hier wieder Stuff reintun. 82 Gramm ist ein Fuffi, ein Zwanni. Zehner. Und zwar, ja. So. Und jetzt noch 49 Gramm Speedo. So. Wir machen jetzt eben hier noch die Deals zu Ende. Bitte sei nicht die Kollegin mit dem Speed. Bitte sei nicht die Kollegin mit dem Speed. Bitte, bitte, bitte. Bitte will kein Speed, bitte. Du willst Speed, ach fick dich. Fick dich. Weißt du, auffälliger geht nicht. Und sie hat auch noch ein neues Geld, ey. Okay, dich hier beliefere ich schon mal gar nicht. Wieso sind das denn jetzt drei? Hatten wir zwei Leute, die... Meine Fresse, ey. Cops sind jetzt gerade wirklich überall. Und du kannst dich mit deinem Blaumann echt gut verstecken. Also hier sich einfach auf die Baustelle zu stellen, ist nicht dumm. Vor allem, wenn man angezogen ist wie ein Bauarbeiter. Außer das davon ist dein Chef. Dann wäre das ziemlich dämlich. So. In der Menge hier können hier eh keine Cops mehr sein. Natürlich gibt er mir das Geld. Oh, ich bin an dem vorbeigelaufen.
So, du stehst vor meiner Butze, weil du Dope haben willst, ne? Und Meister. Bester Mann. Das ist eine sehr komische Anordnung davon, aber vergib mir, mein Freund. So. So. Sollen wir mal die 49er Speedy holen? 2x ein 20, einmal ein 5er, 2x ein 2. Ich bleibe bei meiner Aussage, das ist ein Rechensimulator. Original. So. Wo hast du. Wer ist der Butzentyp? Bist du der Butzentyp? Nein, du bist nicht der Butzentyp. Du bist der Butzentyp. So, wo sind die Cops? Wo sind die Cops? Es wäre schön, wenn die, die wir haben, nicht mehr angezeigt werden würden. Okay, ich glaube, ich sehe sie gerade einfach nicht. Ich speichere trotzdem nur für den Fall. Du stehst hier auf offenem Park. Eben wieder, Dude. Dann bringen wir jetzt mal eben die 1400 Attacken, die wir bekommen haben, weg. Und dann kümmern wir uns darum, dass die. Jetzt die Dreckschublade auf. Dankeschön, Mann. Ich liebe meine Geldanlagen, die aus irgendeinem Grund täglich 8000 Euro Gewinn ab. Also 8000 Dollar Gewinn abflippern. Dass er einfach so Gewinn bringt. Alter. Okay, die sind jetzt bei 95%. Füllen wir sie vorsichtshalber doch nochmal auf. So. Okay, ich würde jetzt die komplette Nacht überspringen und das Abbauen des Weeds. Wir sehen uns in der Früh wieder. Ich mache hier, setze hier einfach einen Cut, weil das ist, glaube ich, für euch auch ein bisschen zu langweilig. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe den ganzen Scheiß hier jetzt abgefarmt. Scheiße, ey. So, den Rest habe ich hier reingepackt und hier ist nochmal. Ja, wir haben jetzt über 1000 Gramm. Warum auch nicht? Die Leute wollen wegen. Wir machen eben alle Deals fertig. So, machen eben alles fertig und danach machen wir uns auf den Weg. Ist ja ein frischer Tag. So, natürlich kann hier nicht alles angezeigt werden. Also wie viel Gras brauchen wir? Wir brauchen einmal 37 und einmal 10, das war's dann. So, 37 ist das, das. Das und 10 ist einmal das. So, wir haben jetzt alles für 10er und 37. Dann war es das hier. Der warte auch schon wieder. Oh, regnet stark. Warum ich jetzt direkt in die andere Wohnung gehe, statt schon mal ein bisschen was von dem Ort zu verkaufen, ganz einfach.
Ich habe das Glück, dass die, dass es genau, dann genau die Leute sind. So, also. Wir brauchen einmal 51. Dann brauchen wir 42. Dann brauchen wir 6. Sechs, 15, 25. Also 3 mal 5, 1 mal 1, 1 mal 2 und 1 mal 1. So, dann brauchen wir exzessiv. Ich will ja wissen, wie viel genau. So, 3er, 1 mal 15 und 1 mal 3 und 5 und 10. So. Level 7,3. Es geht einfach immer noch weiter. Ah, ich bin hinter dir. Wir haben aber mittlerweile haben wir auch stolze Preise, das geht nicht mehr. So. Fuck, ich dachte schon, das wäre ein Kopf. 3er Ecstasy, gerne. So, hier ist auch noch einer. Irgendwie, die lieben die Baustelle hier. Kann das? Ich muss vorsichtig sein, weil die Cops habe ich noch nicht gesehen. Und solange ich nicht weiß, in welcher Ecke die sich bewegen, können die technisch gesehen überall sein. Zum Glück sind die Türme nicht besetzt. Stellt euch mal. Boah, ey. So. Wären die Türme besetzt, ich habe schon so oft Deals unter denen gemacht, ne? Puh. So. Na gut, dann muss ich mich gleich darum kümmern. Ich hab jetzt gleich einen Fehler gemacht.
Lol, wie ist mir das denn passiert? Scheiße. Ein Zehner Access hier brauche ich noch. Tatsache. So, Vierer. Also ich glaube mittlerweile, die Cops hier sind korrupt. Sonst würde das Mikrofon von denen nicht so laut sein. Das ist Walkie-Talkie, das sie dabei haben. Ey, fast 5000 Tacken mitgegeben, ey. So. Also bringen wir mal das Geld zur Bank, wenn man das so sagen darf. Nochmal 5K. Nice. So. Jetzt wechseln wir aber schon mal den Sektor für nächste Folge. You there. Come here for a moment. Don't move or we tase you, buddy. Alles cool, Mann. Alles cool. So. And what's this, huh? Hatte ich noch Drogen dabei? Ich hatte das in der Arschtasche. Oh mein Gott. 300 Tacken Strafe. Ja, okay, cool. Cool, Digga. Cool. Ach, ich hatte in der Tasche noch Drugs. Och, scheiße. Dieses mit den Hosentaschen, dass die manchmal funktionieren und manchmal nicht. Ne, das ist so todesirritierend. So. So eine Kacke. Wofür habe ich dieses Dings da gelevelt, dass die Polizei das mit der geringen Wahrscheinlichkeit nicht findet? So, jetzt haben wir mittlerweile 9K. 5K kommen noch. Das ist so krank, wie viel Geld wir haben. Nope. Jetzt beliefern wir erstmal keinen. Also, ich will die Folge jetzt dieses Mal beenden. Wir kümmern uns zum nächsten Mal um die Verfolgung der Ratten aus unserer Gang. Und bis dahin, meine lieben Freunde, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.